Wir sind einen Tag in Antwerpen. Wir schauen uns die besten Foodspots an, was es da in der ganzen Stadt gibt. Die Keksal, was es gibt. Es gibt belgische Schokolade. Es gibt natürlich Fries. Wir gehen essen. Das da ist übrigens schon die Kathedrale, die wunderschöne. Und da vorne Nello und Patrasche. Los geht's. Auf geht's. Wir schauen jetzt ganz kurz in die Kathedrale ein. Das ist das neue Haus. Die Praline ist da erfunden worden. Oder gehen wir jetzt nicht hin? Nachher vielleicht. Wir haben eine Marienstatue. Gestern haben wir gesagt, wir trinken eins für jede Marienstatue, die wir sehen. Wenn wir das machen, dann sind wir noch drei Straßen komplett kaputt. Die Antwerpser Hanges. Was soll es einmal in Antwerpen einen Riesen gegeben haben, der die Leute da terrorisiert hat, bis es dann einen Ritter gegeben hat, der besiegt hat und seine Hände abgehackt hat und in den Fluss geschmissen hat. Die Hände in Antwerpen als Stadtsymbol. Jawohl! Wir kommen wieder. Das sieht schon herrlich aus. Schauen wir auf. Da oben, die ganzen Punkte auf der Fassade, das sind Hände. Und wenn man 1000 Euro spendet, kann man seine Hand dafür bitten. Wenn das ja da will, ich brauch's nicht. Da gibt es immer wieder so kleine Schiffe und so Boote. Die nennen sie der Wartebus. Das ist wie so eine Art Wassertaxi. Da gibt es mehrere Stationen immer an der Schelde und da kann man dann praktisch von Stadt zu Stadt tupfen. Sozusagen Public Transport, wie die Öffis am Wasser. Was sagst du von 1 bis 10? Solide 7. Ja, strenger Kritiker, glaube ich. Schau, was der Dominik sagt. 7,5. 7,5 sogar. 8. Wird nicht immer besser. Ja, ist sehr gut. Ich würde auch bei 7,5 bleiben. Jetzt gehen wir wieder mal. 10.000 Schritte und es ist 12 Uhr Mittag. Falls ihr euch jetzt fragt, wo wir gestern essen waren, im Cobra. Lucky ist gerade so gegen die Stange gerettet. Bitte mal in die Kommentare raten, wie sie das Taschel findet vom Luki. Ich finde es eher nur so ein 2 von 10, weil es praktisch ist für Kamera und deswegen kriegt sie 2 Punkte und mehr auch nicht. Aber dazu mal raten, ich finde das ganz cool. Er findet das nicht cool. Und man kann da sogar so Safety das zusammenhängen, dann ist es sicher in der Stadt. Da haben wir das nächste Problem, riesengroße Problem am Dominik. Haben wir schon wieder schwere Turbulenzen am Start. 20 Stunden für 5 Euro, das ist ja gar nichts. Ich wollte mich jetzt gerade mit wem treffen? Mit der Silvia. Mit der Silvia. Seit Anfang an nur die Silvia von der Stadt. Ja, genau. Die Silvia von der Stadt, die kommt. Aber irgendwie kommt es jetzt doch nicht. Und der fährt da schon nicht auf der Spur. Es gibt wahrscheinlich 2 von den Cafés. Aber die Silvia von der Stadt, die telefoniert nicht, die hebt nicht an, sondern wir schreiben E-Mail mit ihr. We will hurry as fast as we can. Thank you, Silvia. Sorry, bye-bye. Oh, hey. Und das ist komplett ernst. Ich bin dann komplett. Es wird doch eine Food-Tour, es wird eine Food-Fitness-Tour. Es wird eigentlich schon seit halber dort sein. Wie ist da die Silvia aus der Stadt? Aber der weite Weg hat sich gelohnt. Wir sind jetzt da im Pack. Das ist ein Zusammenschluss von ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt da Cafés, es gibt da Restaurants, da war ein Gym drinnen. Und da oben auf dem Rooftop, da sind Gärten oben. Da kann man sich als private Gärten mieten oder zum Beispiel The Chain, eines der besten Restaurants von Antwerpen, hat da oben eine Kräutergärten. Chapel. Sehr witzig, weil das ist auch wirklich da in so einer alten Militärkapelle drinnen, das Restaurant, sieht ihr. Und die haben es jetzt umfunktioniert zu dem The Chain, was eigentlich das bekannteste Restaurant da ist in Antwerpen. Endlich gibt es was zum Essen. Das ist mein Pastrami-Sandwich. Top. Tuna-Melt. Auch sehr gut. Ich habe mir was Vegetarisches bestellt. Das ist mit Hummus, Aubergine. Oh, das schaut herrlich aus. Tahin, Schoko-Brownie. Der Boden da unten ist ein bisschen so richtig fein teigig und nicht komplett durchbrochen. Das gefällt mir richtig. Erster Platz, zweiter Platz. Und ich trinke dann Kombucha. Das ist der zweite, weil er mir so gut schmeckt. Kombucha ist grundsätzlich ein fermentierter Tee und da wird das dann mit verschiedenen Geschmäckern versetzt. Luke, da habe ich dann geschlafen. Und jetzt geht's Fleischburger essen. Plump. Der ist ziemlich plump. So, da gibt es ein herrliches Bier, das ausschaut wie ein richtig feiner Eistee. Klassischen Lederhosen-Whisky bestellt. Almlüdlerch.
Dominik bei der Arbeit. Ich bin bei der Arbeit. Bist du schon wieder fertig mit dem ersten? Haben wir sie nochmal zwei bestellt? Also einfach wirklich richtig ehrlich schmeckt. Ja, sie sind richtig gut. Was ist unser Fazit? Sehr, sehr gut. Also ich darf sie, glaube ich, echt nennen, einer der besten oder vielleicht sogar der beste Smashburger in Antwerpen. Favoriten fast alle, aber der Classic war super. Ja. Und gleich danach war, finde ich, der Fried Chicken. Der war ziemlich gut. Crispy Chicken. Und vor allem die Beilagen, das war sehr einzigartig für einen Burgerladen. Die waren richtig gut. Also bestellt euch ganz viele Beilagen auch. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren und schreibt einmal einen Kommentar, wie euch ein Look in der Bauchtasche gefallen hat. Kommentiert einmal, wo wir das nächste Mal machen sollen. So kleine Kulinarikreise.